In Vorarlberg gibt es nun vermehrt das Aufkommen von Vergiftungen von Tieren. Zuletzt wurde in Hart, gab es eine Anzeige, dass 4 Katzen ermordet worden sind, beziehungsweise 2 ermordet und 2 wurden vergiftet und haben es glücklicherweise überlebt. Wie sehen Sie die Situation? Ja, das ist ziemlich das perfideste und gemeinste, was man machen kann. Also es ist erstens einmal ein qualvoller Tod. Ein Gifttod ist kein schneller Tod, sondern es geht langsam, weil es eben auch schwierig ist, die richtige Dosis zu erwischen. Dann besteht auch noch eine Gefährdung, dass andere Tiere das aufnehmen, Wildtiere oder zum Beispiel auch spielende Kinder. Also das ist wirklich das Letzte, was man machen kann. Wie sehen Sie die Situation für die Betroffenen? Können Sie Anzeige erstatten, auch gegen Unbekannt, oder wie würden Sie weiter vorgehen? Also erstens einmal, wie gesagt, eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz, weil es eine mutwillige Tötung ist. Vergiftung ist in der Regel absichtlich. Da kommt, wie gesagt, das Strafgesetzbuch zum Tragen, also da kann es auch Haftstrafen geben. Und ganz wichtig ist die Schadenersatzpflicht. Und in einem Fall, wo das absichtlich erfolgt, also wo jemand absichtlich das Tier eines anderen tötet, da ist er nicht nur zum Schadenersatz des gemeinen Wertes, also quasi der Wiederanschaffungswert des Tieres verpflichtet, sondern da ist es strafrechtlich so, dass er den Wert der besonderen Vorliebe ersetzen muss. Das heißt, wenn ein Tier besonders wertvoll ist, eine besonders innige Beziehung zu diesem Tier besteht, dann kann man praktisch den moralischen, den seelischen Schmerz mit einklagen und man kann durchaus 5.000 oder 10.000 Euro Schadenersatz einklagen. Welches Gift wird meistens verwendet oder welche Gifte werden verwendet und welche Auswirkungen haben sie für das Tier? Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wirkstoffe. Sehr bekannt ist das Rattengift, das Dicomarol, das praktisch ein Blutgerinnungshemmer ist, wo die Tiere dann qualvoll und langsam verbluten. Und eine zweite große Wirkstoffgruppe, das sind die ganzen Nervengifte, die auch für Schnecken oder so verwendet werden. Und das hat ganz massive Auswirkungen auf das Zentralnervensystem, in der Regel mit Krämpfen. Diese Gifte reizen dann auch die Magenschleimhaut, also es kommt zu massiven Magen-Darm-Erscheinungen mit Erbrechen und Durchfall. Also echt grauslig. Wie ist das für ein Tier? Man geht ja davon aus, dass Hunde und Katzen besonders empfindliche Sinnesorgane haben. Riechen die dieses Gift nicht im Vorhinein oder ist es wirklich so gut zu verstecken in Katzenfutter? Nein, also mich wundert es überhaupt, dass es gelingt, weil Katzen sind sehr wählerisch. Und also man muss sich da wirklich anstrengen und das zeigt auch wieder, dass das absichtlich erfolgt. Das geht gar nicht so einfach, sondern man muss die Katzen quasi überlisten, ihren Schutzmechanismen. Katzen sind sehr wählerisch, die nehmen auch kein verdorbenes Futter. Ein Hund frisst praktisch alles, das ist viel einfacher, aber eine Katze zu vergiften, da muss man sich wirklich das gut überlegen und das ist eine strategisch absichtliche Tötungsart.